Der Moment, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man sich verlaufen hat und mitten in den Gegner drin ist. Ja, klasse. Der Moment, wenn man hoffentlich den richtigen Weg gefunden hat. Oh, die Verlockung ist so groß. Bam! Hihi. Oh, zweite Runde. Bam, 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 bam. Yeah. Wir haben es geschafft und jetzt mit einem epischen Gang nach unten nach Jerusalem. Und dann suchen wir das Kreuz, wo je. Okay, wir schweifen ab. Ja, ich bin jetzt da. Denke mal, es hat geklappt und da sehen wir die wunderbare Stadt hier. Oh. Yeah. Oh yeah. Ja. Jetzt zeige ich euch mal, wie man nicht unbedingt die Hilfe von irgendwelchen Menschköpfen braucht oder so, sondern man ganz einfach über einen Friedhof aus. Ja, nehmen wir nochmal den Friedhof, das ist schön. Über einen Friedhof aus in eine Stadt einbrechen kann. Das geht, glaube ich, zwar nicht in der Realität, aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Nur, dass die Städte heutzutage nicht mehr so stark bewacht sind. Man weiß ja nicht. Und da sind wir in der Stadt. Oh. Wir werden jetzt schon gesucht. Ah. Eieiei. Ich hänge hier nur so ab. Keine Angst. Oh, da hinten ist ja noch einer. Und jetzt alle nehmen wir den mal ganz still. Ganz einfach. Der hat mich sowieso schon die ganze Zeit genervt, ja? Gut, und jetzt einfach mal gucken, wie ich hier hochkomme. Dann müssen wir einmal zu diesem Reisepunkt, um uns hier einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Ist auch klar, da gucken auch immer solche Steine bei raus. So. Synchronisieren. Oh, eine Glocke, die will ich läuten. Hm. Hier sieht's scheiße aus. Hui! Sieht schmerzhaft aus. Hm. Nee, gehen wir erstmal ins Assassinenbüro. Geh weg. Scheiß Obdachlose hier. Das brauche ich nicht. Kann ich einfach auch was kaufen? Ich kann töten. Warum sollte ich die jetzt töten? Auch Dönerspieße. Döner hätte ich jetzt auch Bock, ey. Ich gehe ja schon. Komm, 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 komm. Oh, Scheiße! Oh, Dreck! Okay. Das war's dann auch mit dem. Oh, wir werden immer noch gejagt. Komm jetzt schnell. Ach, Scheiße, hat nicht gebracht. Könnte Schmerz verhindern? Nach. Ja, cool. Ich hasse diese Teile. Ich brauche einen Strohhaufen. Das kann ich nicht richtig abhauen. Oder wir gehen ins Assassinenbüro rein. Da. Ich meine, das ging auch. Ich bin mir nicht sicher, ich mache gerade das allererste Mal. Jawohl.
Gut, dann können wir jetzt mal ins Assassinenbüro gehen. Das befindet sich auf dem Dach. Ja, das ist immer so. Aber gerade eben kam ich da nicht... Ach! Ich muss die Schweine loswerden. Sonst komme ich hier nicht rein. Wir hatten das so schnell gemacht mit dem Dach. Steht er hier unten und sieht... Oh, der kommt. Oh, der hat Leute auf sich. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Ah. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab Arihah-Turmes. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Ey. Ja, wie sie uns doch alle lieb haben in dem Spiel, ey. Jupp. Müssen wir jetzt prügeln, oder nicht? Ja, denke mal schon. Gut, ich mache nochmal einen ganz kurzen Cut, weil ich noch was nachgucken möchte. Bis gleich. So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part. Let's Play Assassin's... Nein, kein neuer Part, neue Aufnahmesession. Let's Play Assassin's Creed. Der erste von den ganzen Teilen, die ich LP'en werde. Und irgendwie ist die Begrüßung scheiße. Muss ich mir nochmal was überlegen. Aber das machen wir nicht jetzt. So. Yep, ihr habt nichts gesehen. Ich will hier nicht auffallen, ne? Ich renne gerade nicht über Dächer oder so. Nein. Schaffe ich das? Oh, aber ganz knapp. Oh, oh. Ja, ich gehe ja schon. Ich habe solchen Hunger und ein bisschen Geld, bitte. Geh weg! Nein, geht nicht. Wir müssen die Kinder arbeiten, Hure. Okay, lassen wir das. Okay, das war fair. Ich wollte eigentlich über die Dächer gehen. Ich habe ja immer ein bisschen Kind zu übernehmen. Ich bin kein Kind. Kinder können sowas hier gar nicht, ja? Okay. Geh ja schon. Warum tut er das wohl? Hure. Ach, da unten ist ein... Au. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Talal, habt ihr gehört? Oh, ich hab's vergessen, es leckt ja. Erstmal gibt's jetzt dick auf die Fresse für den Macker. Hihi. Reicht das? Ja. Ach scheiße, das war ja blocken. Lass mich doch mal blocken, du Penner. Aua! Der gibt mir aber gerade Derbs aufs Maul. Geht doch. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl.
Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Und tot. Wetten? Ja, war. Haben wir das jetzt auch erledigt? Sehr nice. Dann würde ich sagen, ja, einmal die Leiter hoch. Ich hol mir deinen Kopf. Ach, scheiße. Komm schnell. Lass dich nicht entkommen. Lauf. Ihr könnt nicht fliehen. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Okay, da komme ich nicht durch. Muss mich irgendwo hinsetzen. Hier. Haha. Ich habe Besseres zu tun. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Sehr nice. Was ist denn da oben auch so ein scheiß Bogenschütze? Wo will er hin? Na, ganz im Ernst. Scheiß Jerusalem. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ach so. Jetzt müssen wir mal wieder so ein... Eieiei. So ein Tower da hinten hochklettern. Und dann nehmen wir den hier. Eieiei. Kommt mal weg.